Grand Prix Insights wird Ihnen präsentiert von Allianz. Hi, ich bin Nico Rosberg, Rennfahrer bei AT&T Williams. Heute werden ich und Christian Danner euch den Valencia Street Circuit zeigen. Das Besondere an der Strecke in Valencia ist, dass sie eine geplante Rennstrecke ist, die aber in die Stadt gebaut wurde, also zwei in einem. Eine tolle Strecke. Der Asphalt ist absolut eben und die Randsteine sind gut verbaut. Gleichzeitig ist da aber auch immer die Mauer, also ein durchaus interessanter Mix. Ja, ein guter Kompromiss. Meiner Meinung nach ist es eine gute Idee, die Formel 1 in die Städte zu bringen, wegen der spektakulären Atmosphäre. Ist es von der Cockpit-Perspektive auch spektakulär? Da stimme ich dir voll und ganz zu, dass es einfach fantastisch ist, das Event und die Atmosphäre und alles in die Stadt zu bringen. So bringt man den Sport zu den Menschen. Und die können von ihren Balkonen aus zuschauen. Die sind ganz nah an ihrem Zuhause. In 10 Minuten oder so sind sie an der Strecke. Das ist eine tolle Sache. Das einzig Knifflige dabei ist der Sicherheitsaspekt, weil es in der Stadt natürlich keine Auslaufzonen gibt. Man fährt immer an der Mauer entlang und das macht es natürlich gefährlicher. Deshalb ist es besonders wichtig, so eine Strecke exakt zu analysieren. Das macht die FIA auch immer, mit jeder Menge Tests, Crashtests und mehr, bis sie davon überzeugt ist, dass man sicher Rennen fahren kann. In Valencia haben sie dabei einen fantastischen Job gemacht. Obwohl es ein Stadtkurs ist, gibt es bei jedem Bremspunkt riesige Auslaufzonen. Selbst wenn man plötzlich die Bremskraft verliert, hat man immer noch sehr viel Platz, bevor man auf etwas trifft. Das heißt, wenn man am Ende einer Geraden einen Fehler macht, gibt es genug Auslaufzone, falls man nach einem technischen Defekt oder Fahrfehler abfliegt. Genau, und das haben die hier wirklich großartig hingekriegt. Es würde sich bestimmt niemand von uns beschweren, mehr Rennen wie dieses im Kalender zu haben. Das höre ich gerne, weil ehrlich gesagt genieße ich es hier sehr. Ich auch. Und für mich als Fahrer sind Stadtstrecken dieser Art immer eine willkommene Herausforderung und machen Spaß, weil hier das fahrerische Können entscheidet. Es kommt hier weniger auf das Auto an und als Fahrer kann man hier richtig was reißen. Grand Prix Insights wurde Ihnen präsentiert von Allianz.